Ich weiß nicht, wo es hingeht. Ist das witzig? Ah, das kann ja nicht sein, dass die blöde Tür hier zu ist. Ich will da durch, Mann. Ja, ungangbar, ich weiß es. Ja, dann... Moment. I might have been killed right here. Oh mein Gott. Okay, die Tür ist zu. Hilfe! Erstmal meditieren. Direkt vor diesem komischen Ding, was uns aus der Wand heraus so süß anlächelt. Hallo, dann... Oh, hier ist auch einer. Seht ihr das? Da ist auch einer. Hier sind überall welche. Wenn die Tür ist immer noch ungangbar, dann gehe ich mal zum Blut hier in der Mitte. Was macht sie denn da? Ich mach nichts, das macht sie gerade von alleine. Hallo, Hilfe. Utski, was machst du denn? Das Spiel endet? Was? Woran bin ich jetzt gestorben? Ja, laden. Wollt ihr mich jetzt hier, was war das denn jetzt? Jetzt bin ich ja mal richtig verwirrt. Was ist das denn für eine blöde Aktion? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich bin nur zu dem Blut gegangen. Was soll ich denn sonst tun? Oh, Mist. Jetzt muss ich den ganzen Kram hier nochmal machen, oder was? Ja, ich mach das jetzt ganz schnell. Und renn einfach überall dran vorbei. Naja, wenigstens haben wir jetzt mal gesehen, wie es aussieht, wenn man stirbt. Wobei ich nicht kapiere, warum ich gestorben bin. Einfach wegen... Ach, jetzt muss ich den... Ja, komm mal, kann ich nicht an dir vorbeirennen? Ich versuche das einfach mal. Ja. Ich kapier's nicht. Ich bin einfach nur zu dem Blut gegangen. Sowas mag ich ja nicht so gerne, wenn man dann einfach so stirbt, ohne dass man es kapiert hat. In der Truhe ist etwas. Jetzt kann ich auch noch mal lesen, was da genau steht. Aus der Truhe ein Werkzeug erhalten. So, und jetzt kommt da wieder der Geist. Nicht erschrecken. Nicht erschrecken, genau. Und dann gehen wir jetzt einfach ganz schnell nochmal zu der Stelle. Hier waren diese beiden Raupen-Kokon-Monster drin, ne? Ich hoffe, ich kann die jetzt umgehen. Aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. So schwer waren die ja nicht. Nö, kann ich. Gut. Ich möchte ja nicht, dass ihr euch das alles hier doppelt anseht. Und ich selber möchte das hier auch nicht unbedingt doppelt und dreifach sehen. So, einfach nochmal alles angucken. Schön, schön, schön. Ich weiß auch gar nicht, was ich gerade gemacht habe, dass dieser komische Geist da rauskam. Was habe ich da gemacht? Sagt mir das. Habe ich die Wand angeguckt? Ah, okay. Okay, okay, ich brauche mich nicht erschrecken. So, ich darf nicht zu dem Blut gehen. Jetzt ist da kein Blut. Ah, jetzt wird's größer. Okay. Ah, ich hab's kapiert. Ich musste einfach nur schnell genug sein und dann kann man hier an diese Felswand. Aha, so sieht das aus. Na gut, vielleicht hätte ich auch außen rumgehen können, da bei dem Blut. Das kann natürlich auch sein. Das weiß ich nicht so genau. Kinderzimmer. Ist das alles ein Kinderzimmer oder sind das mehrere Kinderzimmer? Oh oh. Oh oh. Gehe ich jetzt wieder zurück? Ja, ich gehe wieder zurück. Ich Trottel. Nein.
geh wieder rein. Ja, einfach mal dem Gang hier folgen. Was soll man sonst groß machen? Och, ich drück immer falsch. Was ist denn da? Eigentlich wollte ich ja meditieren, aber Karte war jetzt auch ganz cool. Was ist das? Hier ist alles versperrt. Ja, Leute, wenn hier immer alles versperrt ist... Ah. Ich habe nichts gesagt. Brücke benutzen. Ja. Mach einfach mal. Boah, ich habe so Angst, dass gleich so ein Riesen... Endgegner vor mir steht. Keine Sequenz, bitte. But you won't have to wait much longer. The birth will take place soon. The new life. A new life. Also, ich glaube, es läuft alles darauf hinaus, dass Utski irgendwie mit diesem Ritual weitermacht und sich in die Truhe legt. Am Boden der Truhe hängt Seide. Ich denke mir, dass es darauf irgendwie hinausläuft. Am Boden der Truhe hängt Seide. Okay, da ist so ein kleiner Hallo. Merkwürdiges Wesen zuckt in der Truhe. Ja, ich denke mir, dass Utski sich in die Truhe legen muss. Also, dass das irgendwie der Wunsch des Vaters, der Wunsch von den Zwillingen ist. Da ist eine Weidentruhe, der Deckel geht nicht auf, vielleicht ist er von innen versiegelt. Gut, dann müssen wir wohl doch hier hin, wo ich gerade war. Und wo sind wir jetzt? Ach, hier sind wir wieder. Wenn jetzt in der nächsten Folge Heiliges Tuch Uranus benutzt, am Anfang nicht direkt eine Zwischensequenz kommt, dann werde ich nochmal ein paar Notizen angucken. Wenn jetzt direkt eine Zwischensequenz kommt, dann danach vielleicht. Aber wenn nicht, dann kommt in der nächsten Folge am Anfang nochmal so eine kurze Story-Zusammenfassung, dass ich mir nochmal die Notizen ansehe. Und ich habe mal wieder die Folge beendet, obwohl ich nur 8 Minuten aufgenommen habe. Ja, das ist schön, deshalb ist das jetzt hier zusammengeschnitten. Aber das ist auch egal, wir sind in der Unterwelt, Südwesten. Und... Puppenzimmerbibliothek. Bla 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 bla. Oh oh, hallo. Erstmal eben meditieren, also solange der mich nicht sieht... Meditieren brauche ich gar nicht. Ja, dann komm her. Oder auch nicht, dann kriech doch einfach weg. Hast du Angst vor mir oder was? Na komm. Oh, tot. Würde ich mal sagen. Diese Truhe hier, die sieht so einladend aus. So einladend, dass ich da auch gerne rein würde. Ich habe jetzt schon Angst, diese andere Truhe zu untersuchen, die da links steht. Aber ich weiß ja, was rauskommen könnte. Ja, genau. Dein letzter Todesschrei. Dann gucken wir hier auch nochmal rein. Da ist eine Weidentruhe. Der Deckel geht nicht auf. Vielleicht ist er von innen versiegelt. Ja, vielleicht. Vielleicht doch nicht. Okay, da geht's weiter. Und hier ist Siegel Jupiter. Haben wir noch nicht. Brauchen wir aber. Das werden wir mit Sicherheit finden, wenn wir diesen Gang hier entlang gehen. Wo sind wir denn jetzt? Manchmal verstehe ich es auch nicht. Was ist denn hier? Rein gar nichts.
Puppenzimmer, Puppenzimmer. Das sieht so aus, als könnte man da durch, aber nö, geht wohl nicht. Gut, dann einfach mal weiter. Ich habe ein bisschen Angst. Da kommen wir nicht weiter. Na gut, dann gehen wir rein. Was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Hallo, Geist. Du greifst mich direkt an, was ich natürlich total nett von dir finde. Komm her. Komm her und greif mich nicht an. Ich werde nicht meine Feuerzauber an dir verbrauchen. Ich habe schon hier meine Sommerklinge. Das reicht schon. Na komm. Was ich ein bisschen schade finde an dem Spiel, das fällt mir jetzt gerade so auf, sind eigentlich die Gegner. Also es gibt diese Garkis, diese kleinen, dann halt die Geister und diese im Kokon. Es sind so wenig Gegner irgendwie. So, jetzt alles hier genau untersuchen. Auf dem Regal sind viele Holzschaden, vermutlich für Rollen. Was für Rollen denn? Und da ist ein Elixier. Und wieder Rollen. Da liegt auch noch was. Schiffchen. Ja, da haben wir genug von. Da ist der blöde Geist. Da ist eine Tür. Mal eben eine Frage. Lebt der noch? Weil das hier um den herum so lila schimmert. Aber ich sehe das natürlich jetzt... Ah, okay. Gut, dann gucken wir uns erstmal an, welches Siegel wir hierfür brauchen. Jupiter. Heißt also, wir müssen hier rein. Und jetzt ist es aber so, dass ich die Folge beende und in der nächsten Folge gibt es am Anfang eine kurze Zusammenfassung, nur ganz schnell. Außer es kommt eine Zwischensequenz. Dann nicht.